Hallo Freunde, hier ist eure Weltraumserie, die Abenteuer der Battledore. Mein Name ist Cole Staunton. Zusammenfassung für alle neu dazugekommenen. Wir stehen am Rande des Abgrunds, wie immer eigentlich. Die Frage ist nur, wie drehen wir das Ding? Kumpel, was gibt's da noch zu drehen? Wir sind Toast. Das ist das Ende, Alter. Da hilft ja auch dein sonniges Gemüt nicht weiter. Mensch, das kann doch nicht euer Ernst sein. Da macht ihr euch in die Hose und habt nur eine mit. Was? Lola, du hast doch bestimmt noch einen Ass im Ärmel. Es ist vorbei, Cole. Wir zögern nur das Unvermeidliche hinaus. Was ist denn mit euch los, ihr Luschen? Das Universum zählt auf uns. Wir können nicht einfach so ohne Kampf aufgeben. Ja, genau, wir geben ihm eins. Voll vor die Sabberinne. Wusste doch, dass ich auf deine blinde Gewalttätigkeit zählen kann, Dark. Und wie lauten die Vorschläge aus dem Tal der Hirne? Jetzt seid mal nicht so bescheiden. Spike, Bark, Drake, Birkel, Darren? Weißt du, Coley, soweit ich das analysieren konnte, ist Noahs Technik der unseren weit überlegen. Da stimme ich Ihnen zu, Herr Kollege. Ja, ich auch. Aber ob Ihre Technik es mit unserem Transmitter aufnehmen kann? Wenn wir es schaffen, ihn zur Waffe umzufunktionieren, könnten wir unseren vorsintlichen Bruder vielleicht wegputzen oder sonst irgendwie platt machen. So gefällt ihr mir schon viel besser. Coley, diese Aktion erfordert Zeit, die wir nicht haben. Macht euch an die Arbeit, ich verschaffe euch Zeit. Wie willst du das denn schaffen? Warte ab, Tascha. Noah kaue ich mühelos ein Ohr ab. Oh cool, da hat wohl jemand im Sonntagsunterricht gut aufgepasst. Sage dem Meister, dass er sich zu uns begeben möge. Mir wird jedes Mal Angst und Bange, wenn du anfängst, dich gewählt auszudrücken. Hast du einen Plan? Mach dich mal locker, Lola. Also nein? Natürlich nicht. Ich lass mir was einfallen. Du lässt dir was einfallen? Du weißt schon, dass unser Überleben hiervon abhängt. Lo, du redest so, als würde ich ihm vor die Füße pinkeln wollen. Bei dir ist nichts ausgeschlossen. Also, vermassel's nicht. Super, Performance unter Hyperdruck. Und ein Muzzle habe ich eh genug für euch alle. Showtime.